Willkommen hier So. zum. Entschuldigung, Okay. du sagst dann. Okay. Entschuldigung. Zum zweiten Cup-Match, zum Metze Power Cup. Hier dabei die Austria und Venedig. Venedig spielt daheim. Also, wir spielen hier in Italien. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, also, erste Liga gegen zweite Liga. Venedig derzeit an Rang 2, genauso wie die Austria. Oh mein Gott! Oh, da war ich jetzt sehr überrascht. Ich auch. Oh! Der hat einen guten Schuss drauf, Dado Wandi. Jetzt war ich überrascht, dass ich da vorbei war. Ja, eine italienische Mannschaft habe ich mir auch überlegt, kurz in der zweiten, als Zweitligamannschaft. Vielleicht nächste Saison, falls eine von mir absteigen sollte. Ja, Venedig hat ein erfolgreiches Ergebnis jetzt gehabt. Ein 2:0 oh, Rückstand stark. Gut aufgeholt. Ja, warum nicht auch die Großen vorführen? Wobei das hier echt wehtun wird. Das stimmt. Direkt, okay. Ja, warum nicht? Bock hab. Schöner, wuchtiger Schuss. El So. Capitano war das. Das war sogar noch abgefälscht. Hold B. Oh, schön Korb. Ja, dann macht er jetzt Meter auf der Seite. Oh, aber was war und das? Verscheißt. Entschuldige. Ah, schön. Ja, und ich glaube, ich habe Genfort. Und ich glaube, ich habe die Position für Kruse endlich gefunden. In der er hinkehrt. Oh, schöner Pass von Holtby. Rote Karte. Ja, von hinten war es nicht. Aber ich glaube, letzter Mann. Ah. Ganz bitter. Da bin ich. Da ist er schon abgestoppt, um zu schießen. Ja, der Pass von Holtby war genial darüber. Ja! Oh! Wichtig! Super. Super kalten. Ich muss sagen, den habe ich eigentlich nicht gekannt, den Holtby. So richtig. Bis ich mir seine Attribute angeschaut habe. Okay. Und mir gedacht habe, der ist was für die Austria. Oh, okay, da lasst ihn doch durch.
Schön, Korb. Oh, warum musst du da durchgehen? Schön. Oh, Sachs! Kerl kommt da nicht dran. Irgendwie noch mit dem Fuß. Ah, scheiße. Ja, mit Sachs stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber er hat den Elfmeter rausgeholt. Er hat den rausgeholt. Das hat meine Gunst wieder ein bisschen gesteigert. Aber da weiß ich eben nicht, soll ich noch was investieren in die rechte Seite oder nicht? Oder soll ich die Premier... die primären Attribute von ihm noch abwarten? Ob er sich noch verbessert oder nicht? Oh, da kommt er ganz alleine. Gott sei Dank. Ja, hätte er selber machen sollen vielleicht. Ja, Austria spielt diese erste Halbzeit gut, dominiert das Spiel hier. Ja, das haben die Türken aber auch, und was hat es ihnen gebracht? Naja. Aber die haben nicht so dominiert. Oh. Lask hatte schon seine Chancen. Puh. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ah, oh, schade. Boah. Wichtig. Aber finde ich cool, dass sie die Zeitmessung jetzt endlich übernommen haben von der WM. Ja. So. Hier gibt es einen Doppelwechsel. Zwei Spieler, die an dieser Wendung maßgeblich auch beteiligt waren. Dann der Merker Raufalo und dann Gecho im Sturm. Ja. So nicht seine Partie. Naja, zeigt gute Aktion und dann verscheißt er sich alles wieder. Ja, gelbe Karte, Igor. Okay, warum nicht? Ja, Kerk. Oh, da war zu was. Oh, da war ein Bastard zurück. Oh, komm schon.
Ja, geht schon. Ja! Nein! Littieri mit dem Ausgleich. Bisschen ein Patzer von Benz. Weiter. Warum auch immer er den nicht festgehalten hat. Aber wurscht, drin ist er. Oh mein Gott. Ja, und Venedig mit neuem Schwung, neuen Elan. Schöner Seitenwechsel auf Kerk. Oh mein Gott. Absatz, glaube ich. Was? Nein? Zwanzig Minuten noch. Er hat eine gute Partie gespielt, wird aber dennoch gehen. Oh, schön. Und Gott sei Dank war da keiner da. Spielzeug, habt ihr recht. Oh, der Pass war herrlich. Oh. Wichtig. Na, aber das hat jetzt Austria auch wieder Auftrieb gegeben, ein bisschen. Wieder schön, Edelwommi. Oh. Oh. Herr Austria drückt jetzt wieder. Steh auf, steh auf. Solitär. Ja? Oh, Kerk, Kerk! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Gibt es noch Eckball? Gibt es noch Eckball? Ja, dann hat man noch einen großen rein. Hier hat man noch einen defensiven Mann rein, Kraut. Yeah! Es geht in die Verlängerung. Besser gesagt, es geht. Zweites Spiel. Nach Wien. Und das gleich anschließend, also dranbleiben. Die Zusammenfassung schauen wir aber trotzdem. Ja, man kann zufrieden sein. Aus wenig Sicht. Zu 10 ja, gut, einen Elfmeter gehalten. Und dann doch auf weite Strecken nicht gerade die dominierende Mannschaft. Ja, ein kleiner Patzer von Benz hat das eben dann doch entschieden. Aber hier Prokop, der hätte auch, wenn der drin ist, der Knaller, hätte es auch anders aussehen können. Ja, das war ein richtig guter Schuss. Ja, da sieht man, wie viele Chancen er aus den Anfangsszenen hatte. Da kommt er um die Fußspitze mehr ran. Oh, schön, schöne Perspektive. Hier sehen wir es. Der Ausschluss. Und Holpi. Ehrlich schön. Eh schön platziert, aber. Halb hoch. Igor, der war auch sehr auffällig. Ja, das stimmt. War gut. Hinten. Ja, Kerk, Puritz. Warum nicht? Und dann da. Ja. Daneben griffen. Warum er da nicht halten. Ja, warum er den auslassen hat, frage ich mich noch immer. Hab wirklich gedacht, den hat er safe. Weil der war gar nicht ja, stark Benz. Oder so. Sonst sicher eigentlich. Aber wie gesagt, bleibt dran. Wir spielen hier gleich weiter das Rückspiel in Wien. Im Allianz Stadion. Generali. Nein. Ist jetzt Rapid genommen? Ja. Ach man, noch. Können wir erst das machen, was wir nicht wollten? Ja, ich habe gedacht, das ist die Mannschaft automatisch, aber. Bis ich das gemerkt habe. Was? Hast du deine schon gehabt? So, Einladung geht raus. Auch ein herzliches Willkommen an die mystische Stimme. Und du kannst die Einladung nicht annehmen, stimmt's? Weiß ich nicht, es ladet. Ja. Läuft. Dann lade ich dich an. Ja, Leute, ich hab alles versaut. Wolltest du unbedingt Rapid nehmen? Gut, Leute, das wird drangestückelt, bis wir wieder reinkommen. Bis dann, haut rein. Beenden wir die Folge jetzt. Bis dann, ciao. Ciao.